Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen, fangen wir nochmal von vorne an. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass ich hier kurzfristig diese Rolle der Moderation übernehmen darf, weil das Thema auch eines ist, das mir viele Jahre meiner Forschertätigkeit, ich hätte es gesagt, fast schwer im Magen lag und die Person, die für eine Lösung gesorgt hat, sitzt ganz links von mir. Grüßen Sie mit mir ganz herzlich Dr. Franz Vranitzky, Bundeskanzler, außer Dienst, aber geistiger Mensch, immer im Dienst. Und ebenso freue ich mich, Cornelius Obonja zu begrüßen bei diesem Gespräch, der als kritischer Geist und exzellenter Schauspieler uns mittlerweile auch durch die jüngere Zeitgeschichte in vielen Dokumentationen führt, was mich besonders freut, dass das auch eine Fortsetzung findet im ORF. Und das Thema, das wir uns hier für heute vorgenommen haben, die Erosion des Opfermythos, die Rolle Österreich in einem sich verändernden Europa vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, da gibt es eigentlich keine zwei besseren Gesprächspartner als Sie beide. Und ich freue mich daher schon sehr auf dieses Gespräch. Ich glaube, ich brauche nicht mehr viel hinzufügen, die Gäste weiter vorzustellen. Das ist das bekannte Eulen nach Athen tragen. Das Franz Vranitzky unter anderem Ehrenpräsident des Bruno-Kreisky-Forums für internationalen Dialog ist, führe ich noch deswegen nur an, weil es in diesem Zusammenhang auch besonders wichtig ist und ebenso, dass Cornelius Obonja, der nicht nur moderiert, sondern auch als Regisseur immer wieder tätig ist, auch Präsident ehrenamtlich, wie wir alle das in diesen Bereichen typischerweise tun, der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich. Eine leider nach wie vor nötige Aufgabe, die wird Ihnen noch sehr lange, glaube ich, bleiben. Meine Wenigkeit tut fast gar nichts zur Sache, außer dass ich in einer kleinen, feinen Fachgruppe des BSA, nämlich der der Medienberufe, obwohl ich dem Medienberuf schon entwachsen bin. Meine journalistische Tätigkeit liegt mittlerweile 40 Jahre zurück, als ich beim Magazin Extrablatt gearbeitet hatte. Heute arbeite ich über Journalismus und ich habe im Bereich der Zeitgeschichte sehr viele Forschungen gemacht. Und das war das Eingangsstatement, nämlich die Frage, unter welchen Bedingungen wir unsere eigene Geschichte zu bearbeiten hatten. Und da würde ich gerne gleich als erstes ansetzen mit der ersten Frage, weil damit sich etwas ändert, ist manchmal die Aufgabe der Intellektuellen gefordert, manchmal sind es auch einzelne PolitikerInnen und manchmal ist es die Forschung und hoffentlich oft alle drei Gruppen zusammen, die dafür Sorge tragen und mitunter braucht es auch Provokationen und die hatten wir in den 1980er Jahren durch die Wahl von Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten, würde ich mal so sagen. Ich bin damals sehr betroffen gewesen darüber. Können wir vielleicht mit dieser Frage beginnen, wie es Ihnen ergangen ist in dem Zusammenhang? Bin ich da? Ja, bitte da.
im Rückblick, aber nicht nur in diesem, meine ich, dass die Vorbereitungen auf diese Bundespräsidentenwahl durch die politischen Parteien mehr oder weniger dazu geführt haben, dass Waldheim Bundespräsident wurde. Warum? Weil insbesondere die Sozialdemokratische Partei, aber auch andere politische Kräfte oder Mitdiskutanten im politischen Geschäft begonnen haben damit, dass Waldheim deshalb eine geringe Chance haben wird, Bundespräsident zu werden, weil er seine braune Vergangenheit, so wie es gesagt wurde, in seiner Biografie verschwiegen hat. Etwas vereinfacht gesagt. Ich habe damals schon große Zweifel daran gehabt, bis heute, die haben sich verstärkt, dass diese Annäherung an die Wahlauseinandersetzung leider falsch war, weil ich wusste, dass Parolen wie sie von ausländischer Seite nach Österreich hereinkamen und wo ausländische Interessensgruppen, politische Kräfte große Widerstände dagegen gemacht haben, dass Waldheim in Österreich Bundespräsident wird. Das hat in Österreich die Reaktion hervorgerufen vom Ausland, lassen wir uns nichts reinreden. Und schon gar nicht, füge ich hinzu, wie es damals hieß, von der amerikanischen Ostküste, wir alle wissen, was damit gemeint ist. Dann hat sich noch der Jüdische Weltkongress eingeschaltet, was berechtigt war und keine Beschwerden hervorrufen sollte, aber in Österreich noch einmal zur Verstärkung, wir wählen, wen wir wählen, hat man plakatiert, Ringstraße und auch sonst wo. Und das war eigentlich sozusagen eine glatte Bahn für Waldheim in Mansfield in die Hofburg einzuziehen. Wir haben natürlich darunter als Land, als Nation, als Republik Österreich gelitten. Die Älteren unter uns können sich sicher noch gut erinnern, wie das bis dahin befreundete Ausland sich in zwei Gruppen geteilt hat. Die westlichen Länder, damals, wir hatten ja noch den Kalten Krieg, also das, was wir die freie Welt, die freie westliche Welt nannten, das ist im Großen und Ganzen Westeuropa und die USA und Kanada, die haben sich total von Waldheim abgewandt, bis zu einem gewissen Grad auch von Österreich. Die kommunistischen Länder, allen voran die Sowjetunion, waren pro Waldheim und die Araber auch. Warum? Gerade die Araber, weil das den Antagonismus zwischen arabischer Welt und Israel ganz oft klar offengelegt hat. Logischerweise ist auch Israel auf Distanz zu Österreich gegangen. Vielleicht eine Episode. Ich bin damals nach Washington gepilgert und habe dem Präsidenten Reagan gesagt, dass ich das, obwohl ich ja kein glühender Waldheim-Anhänger war, aber dass ich das nicht für nicht gut halte, dass die USA den österreichischen Bundespräsidenten auf eine schwarze Liste gesetzt haben, was bedeutet hat, dass er als solcher, als Bundespräsident nicht in die USA einreisen konnte, dass das falsch war von den USA. Also ich habe gemeint, USA ist einer von vier Signatarstaaten für den österreichischen Staatsvertrag, also allein aus dieser Position her Vorsicht. Und zweitens, wie gesagt, die größte Volkswirtschaft der Welt setzt sich auf diesen kleinen Alpenstaat drauf mit einer doch überaus drastischen und dramatischen Maßnahme. Reagan sagte mir, ja, das sind eben die amerikanischen Gesetze, er kann überhaupt nichts dagegen tun. Und so war das auch. Alles in allem ist doch letztendlich ein Ruck durch Österreich gegangen. Die zwei Lager pro Waldheim und kontra Waldheim standen einander zwar unversöhnlich gegenüber, aber es hat sich doch insofern eine Art Läuterung ergeben, als dann auch Leute, die Waldheim gewählt haben, im Nachhinein zum Beispiel mir gesagt haben,
Meine Frau und ich haben Waldheim nur zähneknirschend gewählt, ne? Und aufs Wahlergebnis den bekannten Einfluss gehabt. Und dann fiel in die Zeit des Dr. Walker als Bundespräsident eine in Europa sehr stark spürbare Zäsur, nämlich der Zerfall unseres Nachbarlandes Jugoslawien, verbunden mit einem Krieg innerhalb des alten Jugoslawiens, also die Völker des jugoslawischen Bundes haben gegeneinander Krieg geführt, also in erster Linie Serben gegen Kroaten, aber auch Bosnien ein sehr wüster Krieg, und wir waren alle sehr betroffen, wir sind auch durch Fluchtbewegungen etc. nicht ausgenommen worden. Und es gab dann im Nationalrat eine Diskussion anlässlich des Jugoslawienkriegs, und man hat dort natürlich sehr beklagt und sich darüber beschwert, wie wild und wie grausam die Kriegshandlungen in Jugoslawien verlaufen. Ich habe dann schon Jahre zuvor mir Gedanken darüber gemacht, dass diese Art von Auseinandersetzung innerhalb eines Landes ja in der Vergangenheit auch einmal in Österreich stattgefunden hat. Und ich meine damit die 1930er Jahre, dann die Usurpation Österreichs durch Hitler-Deutschland und letztendlich die Terrorherrschaft der Nazis in Österreich und über Österreich her. Und das Dramatische und das Tragische daran war, dass an diesen Atrozitäten, also an diesen Gräueltaten, an diesen Einschüchterungen, an der Errichtung eines terroristischen Systems auch Österreicher teilgenommen haben und mitgewirkt haben. Und das hat mich veranlasst zu sagen, einmal mehr, aber doch im österreichischen Nationalrat, also höchst offiziell, zu sagen, denken wir auch daran, dass es österreichische Staatsbürger, nicht den Staat Österreich, aber österreichische Staatsbürger gab, und zwar in nicht geringer Zahl, die das nationalsozialistische System unterstützt haben, zunächst illegal in den 1930er Jahren, nach 1938 offen und klar und deutlich, und dass wir Österreicher, also dass österreichische Staatsbürger damit unermessliches Leid über andere Menschen gebracht haben, natürlich im Besonderen über die jüdische Bevölkerung unseres Landes, aber auch über andere Personen, etwa aufgrund ihrer Abstammung, aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung, aufgrund ihrer religiösen Bekenntnisses, haben wir auch Katholiken und Protestanten zu leiden gehabt darunter. Und wir haben nicht nur diese Daten zu berücksichtigen, sondern wir haben uns auch dafür zu entschuldigen. Und mit diesem Aufruf, uns zu entschuldigen, und das hat im ganzen Parlament niemand dagegen gesprochen und auch sonst kaum jemand, ist diesem Opfermythos, der bis dahin in Österreich eine Art Nationalreligion war, ein Ende bereitet worden. Was war der Opfermythos? Das war eine politische Haltung und Einstellung der Regierenden, nicht alle, aber jedenfalls unwidersprochen, einige, der meisten, dass wir Österreicher an dem sogenannten Anschluss, an der Machtübernahme Hitler-Deutschlands in Österreich nicht schuld waren, sondern dass die uns überrannt haben und dass wir, auf gut Wienerisch gesagt, nichts dafür können. Und dieser Mythos ist über Jahre und Jahrzehnte aufrechterhalten worden, gibt einige Ausuferungen, verbale Ausuferungen diesbezüglich, die das Ganze noch unsympathischer gemacht haben. Jedenfalls hat das auch wiederum mit der Waldheim-Ära zusammengespielt, weil Waldheim hat mir öfter gesagt, er hat in den Jahren 42, 43 überhaupt nichts angestellt, er wüsste nicht,
was er tun soll. Und ich habe ihm gesagt, unser Problem mit Ihnen, Herr Dr. Waldheim, ist ja nicht 42, 43, sondern 1986, 87. Jetzt sind Sie der Bundespräsident. Und jetzt müssen Sie Ihre Verantwortung wahrnehmen. Und jetzt müssen Sie unsere Republik von diesem Schatten befreien, den Sie auf die Republik werfen. Er hat das nicht haben wollen oder nicht wahrhaben wollen oder aus welchen Gründen immer, es halt nicht getan. Also jetzt eine etwas zu lang geratene Einleitung, aber der Stoff ist so dicht zu der Frage, dass dieser Opfer, dieser oder dieses, je nach Sprachlegitimation, zu Ende kam. Und damit sind wir, oder da kommen wir vielleicht im Laufe der Diskussion noch, eigentlich auch eingetreten in eine andere Art und eine andere Form, wie wir politisch, nicht jetzt nur auf Österreich bezogen, jetzt meine ich schon viele andere Länder auch, dieses Thema Opfermythos intellektuell und politisch behandeln. Jetzt muss ich Ihnen das Mikro doch noch mal kurz nehmen. Diese berühmte Rede aus dem, glaube ich, Juli 1991 wird seither immer als erstes auch zitiert und mit Recht. Und zwischen dem Amtsantritt von Waldheim und ihrer Rede liegen gerade mal 5 Jahre. Das ist, sage ich mal, weltgeschichtlich sehr wenig. Aber offensichtlich war der Katalysator Waldheim so intensiv. Und Sie haben wahrscheinlich auch ein wenig als staatstragend agierender Bundeskanzler damals, weil Sie waren ja eigentlich gleichzeitig auch Bundespräsident in einigen Ländern. Naja, aber dort, wo er nicht willkommen war, blieb Ihnen gar nichts anderes übrig, als diese Rolle auch auszufüllen. Herr Obonja, Sie haben 1986 noch nicht wählen dürfen, da waren Sie 17. Heute dürften Sie, aber heute und hätte und wäre ist in der Geschichte nicht gescheit. Aber Sie waren, nehme ich an, schon ein politischer Kopf und das Thema ist in Ihrer Familie, so wie in den meisten Familien in Österreich, ein Thema spätestens in diesen Jahren geworden. Ich weiß, also mit meinem Vater intensive Diskussionen darüber geführt, der zuerst Waldheim verteidigt hat und dann immer mehr auf Distanz gegangen ist, sehr ähnlich dieser Schilderung, die wir gerade von Dr. Wranitzky gehört haben. Wenn Sie diese Zeitspanne ein bisschen Revue passieren lassen in Ihrem Leben, was sind da die Momente, die Ihnen wichtig waren in dem Zusammenhang? Also erstmal darf ich mich herzlich für die Einladung bedanken, hier mit dabei zu sein. Das ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre. Im Grunde ist alles das, was Dr. Wranitzky gerade gesagt hat, ist ein kompletter Initialmoment in meinem Leben gewesen. Mit 16, 17, da war die Waldheimzeit. Ich kann nur eine kurze Episode, was mir dann passiert ist und was für mich ein wirklicher Trigger für vieles war. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, in der Waldheimzeit wurde relativ bald das Zeichen 05, das neben dem Eingang am Stephansdom ist, wurde geschändet und zerkratzt. Seitdem gibt es diese Glasplatte davor. Davor war das nicht. Und kein Mensch hat das irgendwie gekannt. Also ich nicht. Warum auch? Das war 05 und fertig. Ja? Irgendwer wird das da schon eingeritzt haben. Den Zusammenhang hatte ich überhaupt nicht begriffen. Und plötzlich war in meiner Schule, Bundesoberstufenrealgymnasium Kumpmanngasse, gab es einen Aufruf, da gäbe es dieses Zeichen, das ist geschändet worden, und da gäbe es jetzt eine Mahnwache, ob wir Schüler uns da nicht hinstellen wollen. Und so viel wusste ich schon von zu Hause, was das alles bedeutet. Und Waldheim war bei mir zu Hause, bei meiner Mutter und mir, mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon lange tot, einfach ein Riesenthema. Gerade weil meine Mutter schon viel, viel früher versucht hat, eine Aufarbeitung in unserer eigenen Familie zu machen, was das Mitwirken meiner Großeltern an dem Propagandafilm Heimkehr betrifft. Inwieweit ist einzuschätzen eine Parteimitgliedschaft meines Großvaters,
wie er eingegangen ist, glaube ich, in einer kruden Mischung aus Mitläufer sein, die Karriere doch noch haben wollen. Emigration war nicht so einfach, Englisch wurde nicht gesprochen. Was natürlich auch immer dann zu der Gegenfrage führt, okay, aber es gab viele, die trotzdem emigriert sind, auch wenn sie kein Englisch gesprochen haben. Also warum habt ihr das so gemacht? Die Frage darf ich stellen als Nachgeborener. Verurteilen darf ich das nicht, weil ich war nicht dabei und ich möchte auch nie in eine solche Situation kommen müssen. Aber meine Mutter hat das versucht, insofern schon ganz früh aufzuarbeiten, indem sie ein Buch geschrieben hat, in dem sie diskutiert hat. Und genau zu dem Zeitpunkt, Waldheim-Zeit, passierte einfach auch, da gab es einen riesen Profilartikel, wie sich denn auch die Künstler, speziell meine Großmutter Paula Wesseli, sich dazu verhalten haben. Und das gab natürlich wieder einen Anlass, auch für meine Mutter zu sagen, pass auf, das wäre jetzt eigentlich der Anlass für ein ziemlich klares Statement. Und das gab es schon mal schriftlich von meiner Großmutter. Frühe 70er Jahre. Ein bisschen verschwimmelt. Ja. Irgendwo geistert das herum. Ich kenne den Inhalt nach wie vor nicht, weil dieses Statement im Moment nicht mehr aufzufinden ist, warum auch immer. Aber sie hat sich dadurch ausgeäußert und es ist für sie tatsächlich ein Problem gewesen, da dabei gewesen zu sein. Nicht in der damaligen Zeit, aber später immer mehr. Aber sie hat es, was in dieser Generation, glaube ich, ganz, ganz deutlich ist, sie hat es ganz, ganz schwer erlernen müssen, sich auch dazu zu äußern. Denn wenn man das tut und wenn man gewisse Dinge zugibt, wo man dabei gewesen ist, dann hat man mit Sicherheit das Problem, dass man sehr, sehr viele Jahre seines Lebens, wo man auch in der Vollkraft der Karriere stand, einfach mit einem Schatten behaften muss. Ja, das ist dann so. Das bedeutet, für diese Generation muss das wahnsinnig schwer gewesen sein. Genauso wie es für Waldheim schwer war. Nur hatte Waldheim, sage ich einmal, meines Erachtens genug Leute um sich herum. Auch den wunderbaren Arirat zum Beispiel, den ich kennenlernen durfte, mit dem ich 20 Jahre befreundet sein durfte, der ihm deutlich gesagt hat, genauso wie das der Dr. Franitzky gerade gesagt hat, es geht um das Jetzt, das Verhalten jetzt. Es wäre eine unglaubliche Chance gewesen, mehr oder minder zum zweiten Weizsäcker zu werden. Denn das war ja alles schon da. Diese Dinge gab es ja schon eigentlich. Und mein Initialerlebnis ist dann folgendes. Ich bin zu dieser Mahnwache zum U5 hingegangen. Und zwar dann, als wenige Leute da standen, wir haben natürlich unsere Eltern gefragt, ob wir das dürfen, so ungefähr um Mitternacht herum, bis 1 Uhr nachts. Und plötzlich kamen da ältere Herrschaften her und haben mit uns herumgeschimpft. Und das ging dann alles gleich, also von Saujuden, Dreckskommunisten, Rotes Xingel, was auch immer. Ja. Und wir sind da gestanden und gesagt, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Da sitzen, und das waren deutlich Männer eines Alters zur damaligen Zeit, die den Krieg noch sehr gut erlebt haben müssen. Und dachte, was ist mit denen? Und wir haben versucht, die in irgendeine Art von Gespräch zu involvieren. Ich meine, da standen 16-jährige Jungs, 3, 4, einsam und verlassen und wir mussten uns da anpöbeln lassen. Und als die Diskussion ein bisschen weiterging, hatte ich plötzlich von so einem alten Mann einen Tritt gegen das Schienbein. Und dann kam ein zweiter Tritt und wir haben uns gedacht, ich sehe noch unsere Augen und gesagt, wir können ja jetzt hier nicht zurückkämpfen, verdammt. Das sind ältere Herren, das funktioniert also überhaupt nicht. Ja? Außerdem keine Gewalt, dazu sind wir ja nicht aufgerufen, was soll denn der Quatsch? Das war das eine. Sprich, das ist dann ein komischer Gedankengang gewesen. Vielleicht war der, als er jung war, bei den straßenwaschenden Juden dabei. Weißt du es? Nein, weißt du nicht. Ja? Ist egal. Sie wollten uns nicht und sie wollten das nicht und sie wollten gerne ihren Antisemitismus beibehalten. Das war das Erste. Und das Zweite dann, das ist viel wichtiger, und da kommt der Dr. Franitzky sehr ins Spiel. Die Diskussion hätten wir argumentativ verloren, weil wir keinen Dunst hatten. Wir hatten keine Ahnung von der Geschichte, aus der Schule her nicht. Ich hatte es ein bisschen. Natürlich hatten alle, die sich da hinstellten, ein wenig Ahnung. Aber so richtig, wann was war, wer mit wem was gemacht hat, das wussten wir alles überhaupt nicht, gar nicht. Und das ist etwas, was mir sofort aufgefallen ist, wo ich dann begonnen habe, in der Sekunde zu lesen. Einfach die Bücher zu fressen, worum es ging. Erstmal Kriegsgeschichte, Zweiter Weltkrieg.
dann irgendein Buch, aber alles, was ich bekommen habe, was überraschend viel noch war. Also man konnte da auch extrem rechte Literatur in den diversen Buchhandlungen noch ganz normal auflegen finden zu der Zeit. Das war nicht so. Und später fiel mir dann auf, ich sehe ja da in Antiquitätengeschäften noch den einen oder anderen SS-Dolch, wo das Hakenkreuz nicht mit dem Preisschild abgeklebt ist, ja, wie das heute so üblich ist. Sie dürfen ja das Hakenkreuz nicht zeigen. Also ist das Preisschild über allen SS- und Nazi-Symbolen einfach draufgeklebt. Es ist nicht offen zu sehen, aber Sie können das Zeug nach wie vor kaufen, wie im ersten Bezirk, gar kein Problem. Das heißt, und auch heute noch. Das heißt, das war für mich das Zweite, diese wirkliche Initialzündung, mich damit zu beschäftigen. Und die Erlösung, wenn ich das so sagen darf, war tatsächlich die Rede des Franz Vanitzky für uns alle, weil es dann irgendwann einmal dazu kam, dass man ein offizielles Blanc-Pouvoir hatte, jetzt so diskutieren zu können darüber. Frei, offen, es gab plötzlich eine Haltung des österreichischen Staates, der Republik, seines Regierungschefs dazu. Und damit waren die Dinge irgendwie anders. Es wurde nicht mehr so verschwiemelt. Man musste sich nicht mehr die Informationen so holen. Aber ich bin tatsächlich noch in meiner Kindheit selbstverständlich mit dem Opfermythos aufgewachsen. Ich wusste ja gar nicht, dass es ein Opfermythos ist, sondern das war die österreichische Geschichte. Mir ist halt überfallen worden. Aus. Eigentlich. Ja. Und das Bild mit den jubelnden Massen auf dem Heldenplatz war zwar existent, aber man hat das komischerweise nicht so wirklich zusammengebracht. Das war halt, ja, es muss ja ein paar Anhänger gegeben haben. Das ist ja klar, ja, wenn der Hitler dann kommt. Aber wie massiv das in Wahrheit war, mit welcher Lust hier antisemitisch gemordet wurde, 38, in dem Moment, wo es losging, das war uns überhaupt nicht helle. Also ich bin eigentlich, und das muss ich an der Stelle sagen, auch wenn es zu blöd klingt, aber ich bin der Sozialdemokratie für zwei Dinge in meinem Leben sehr, sehr dankbar. Dass ich in den 70er Jahren der erste Schulversuch war, der eine Stunde pro Woche Englisch hatte in der Schule. Das hat mir meine lebenslange Freude und Liebe zu der Sprache letztendlich gebracht. Und genauso halte ich das mit unserem Sohn. Und das Zweite ist der Mann, der hier zu meiner Linken sitzt. Denn das ist etwas, was die zweite Dankbarkeit ist, dass man ein paar Dinge begriffen hat. Der Mann, der neben Ihnen sitzt, hatte es allerdings nicht einfach in dieser Rolle. Das müssen wir auch rekapitulieren, denn 1986 beendet er diese Regierungskonstellation mit der FPÖ, nachdem in der FPÖ Jörg Haider hoch sich putscht. Und bis dahin war ja die FPÖ eine Partei, die auf dem Weg war in Richtung einer wirtschaftsliberalen und auch gesellschaftspolitisch offeneren Partei, das aber vielen dort in diesem ehemaligen Sammelbecken der Nazis gegen den Strich gegangen ist. Und in der Folge ist dieser Jörg Haider ein vehementer auf einer Mischung von Rechtspopulismus plus Rechtsextremismus und mit wiederkehrenden Aussagen, provokanten Aussagen zur österreichischen Geschichte. Ich erinnere nur, Konzentrationslager als Straflager zu bezeichnen oder von der ordentlichen Beschäftigungspolitik des NS-Regimes zu reden, im Landtag noch dazu, also nicht bei irgendwelchen Wahlveranstaltungen, was schon schlimm genug wäre. Und irgendwann bezeichnet er die österreichische Nation als eine Missgeburt, danke. Ich habe gerade jetzt überlegt, was Totgeburt, nein, Missgeburt. Und in dieser Auseinandersetzung mit dieser in den Umfragen zulegenden Partei machen Sie eine sehr klare Entscheidung, nämlich die als Vanitzky-Doktrin in die Geschichte der SPÖ eingegangen ist, nie eine Koalition einzugehen mit dieser FPÖ unter dieser Führung. Und ich glaube, das ist nach wie vor aufrecht für Sie. Stimmt das?
rückblickend ist zu sagen, dass der frühere Bundeskanzler Dr. Kreisky und auch Sinowatz von der Überlegung ausgegangen sind, eine Zusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei deshalb nicht auszuschlagen, weil sie der Meinung waren, durch eine Stärkung des liberalen Elements in der Freiheitlichen Partei und eine Aufnahme in die österreichische Bundesregierung könnte es gelingen, diesen deutsch-nationalen Flügel in eine Richtung zu drängen mit weniger Bedeutung als eben die Liberalen. Wie wir heute wissen, ist das nicht gelungen. Die sind nicht ausgestorben, ne? Ja, Dr. Norbert Steger war der Anführer dieses liberalen Flügels und er ist schon während der Existenz der rot-blauen Koalitionsregierung sehr scharf und heftig aus Kärnten bekämpft worden. Also aus Kärnten ist gleich Haider bekämpft worden. Und es haben sich in der Freiheitlichen Partei, und das hat sich dann gezeigt, dass das Zurückdrängen der Nationalen nicht gelungen ist, haben das unterstützt. Und das war das wesentliche Element des Innsbrucker Parteitags im September 1986, wo Steger nicht nur abgewählt, sondern sehr schwer beleidigt wurde, wüst beschimpft wurde, Haider auf den Schultern herumgetragen wurde. Und das war für mich ein Zeichen, dass man eine österreichische Bundesregierung mit einer freiheitlichen Partei unter der Führung des Jörg Haider nicht bilden darf. Ich hätte nicht erklären können, warum ich mit so jemandem eine gemeinsame Bundesregierung bilde, wenn ich das Schicksal vieler Sozialdemokraten in der NS-Zeit nicht mitberücksichtigt hätte. Wie hätte ich das erklären sollen? Dein Vater, dein Bruder, dein anderer Verwandter ist in Mauthausen ermordet worden, ist in Auschwitz ermordet worden. Von wem? Von den Nationalsozialisten. Und jetzt haben die einen Obmann, der sagt, ordentliche Beschäftigungspolitik im Dritten Reich und eine Verherrlichung der Waffen-SS. Das wäre nicht zusammengegangen. Abgesehen von allen anderen innerpolitischen, taktischen Überlegungen. Aber das war meine Grundidee. Und hätte jemand in der SPÖ mit irgendeiner Mehrheit gesagt, das kannst du nicht machen zu mir, dann hätte ich nicht mehr weiter Bundeskanzler sein können und wollen. Ich hätte es nicht über mich gebracht. Und ich sage das jetzt nicht in irgendeinem Anflug von Sentimentalität oder rückwärtsgewandter Romantik, sondern aus ganz klaren, harten politischen Fakten. Erstens. Zweitens muss man ja auch bedenken, und Sie haben das erwähnt, die Umfragewerte des Jörg Haider und der Freiheitlichen Partei haben nach seiner Eliminierung aus der österreichischen Bundesregierung zugenommen. Das heißt, es muss schon einen gar nicht unbeträchtlichen Teil der österreichischen Bevölkerung, Wählerschaft gegeben haben, die trotz seiner Unfähigkeit, sich vom nationalsozialistischen Gedanken gut eindeutig zu distanzieren, für ihn eingetreten sind, ihn gewählt haben. Der zweite Aspekt. Aber dieser zweite Aspekt führt ja dazu, dass man erst recht alles unternehmen muss, um das politische Vertrauen einer Mehrheit der österreichischen Bevölkerung zu bekommen, um diese Tendenz in Schach zu halten. Ich hätte auch sagen können, der macht da so riesige Fortschritte, ich gehe nach Haus. Aber dann hätte ich historisch oder wie immer nicht nur mein Ansehen verspielt, sondern einen Kredit, den mir die Wählerschaft ja vorher eingeräumt hat, verspielt.
Dritter Aspekt, in Österreich leider damals wie heute nicht so besonders ins Gewicht fallend, das Ausland. Ja, wir haben dann sozusagen die Kontinuität Dr. Waldheim, Dr. Haider in Österreich erlebt, was dazu geführt hat, dass ausländische Regierungen einen Bogen um Wien gemacht haben, was offizielle Besuche betrifft. So manche Leute haben mir gesagt, wenn sie kommen wollen, sollen sie daheim bleiben. So ist es aber nicht. Und das ist nicht eine opportunistische Angelegenheit, sondern das ist der Teil eines Lebensverständnisses einer Nation mit dem benachbarten Ausland in einer Beziehung, in einem Verhältnis zu leben, auf gleicher Höhe, gleicher Augenhöhe und mit gleicher positiven Einschätzung, mit gleicher Wertschätzung. Das heißt also, es gab und gibt viele Elemente. Ein vierter Punkt, ein letzter in dem Zusammenhang. Es ist nicht parteipolitische Polemik, wenn ich das jetzt sage, aber die Wortwahl Haiders, das Auftreten des Haider, und eine gewisse Grundeinstellung zum politischen Diskurs setzt sich ja in seinen Nachfolgern fort. Also Haider, Strache, Kickl, Nepp, da muss man nicht viele Unterschiede suchen. Also wenn jemand vor zwei oder drei Tagen sagt und sagen kann, offensichtlich ohne größeren Staub aufwirbeln, der österreichische Bundespräsident ist politisch unzurechnungsfähig und da rührt sich kaum irgendwas, außer vielleicht ein paar Kommentare in den Marginalien einer Zeitung, dann wissen wir, da kann man daraus schließen, dass der Geist dieser Bewegung vorhanden ist. Ist nicht ausgestorben, ist da. Aber es gibt eine andere Partei, die das zu Einzelfällen herabgestuft hat. Nur die Einzelfälle sind eine Dauererscheinung fast. Und da wohlgemerkt auch diesen nachgeborenen Jungen, das heißt, es ist keine Generationsfrage. Es ist eine Grundhaltung, die den Antifaschismus einfach vermissen lässt. Ja, die Einzelerscheinung ist arithmetisch gesagt eine Funktion der Gesamtstimmung in einer Bewegung. Wäre die Gesamtstimmung nicht vorhanden, würde die Einzelerscheinung wirklich eine Einzelerscheinung sein und morgen nicht mehr da sein. Aber die bleiben ja. Aber wie erklären Sie sich, dass die andere große Volkspartei, die sich Volkspartei auch selber nennt, dieses Grundverständnis nicht aufbringt? Und die hatten wohlgemerkt auf beiden Seiten auch während der NS-Herrschaft Verluste und Erfahrungen, Täter wie Opfer. Ja, sie waren jene, die schon 1933 die Demokratie zerstört haben. Das ist der große Unterschied. Aber es könnte ja auch eine Lerngeschichte daraus werden. Ich sehe an Ihrem Gesichtsausdruck, davon sind Sie nicht überzeugt. In einer langen Zeit der Generationen gibt es auch den Generationswechsel. Und die Bildung der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung im Jahr 2000 hat schon wurde getragen von Personen, Parteifunktionären der Österreichischen Volkspartei, die mit denen, die der berühmte gemeinsame Weg der Lagerstraße ja nicht nur nicht mitgemacht haben, sondern nur mehr eben aus der geschichtlichen Betrachtung kennen, offensichtlich nicht mehr so stark gewirkt, erstens. Zweitens gab es ein ausreichendes Potenzial, antisozialdemokratisch zu sein und das auch zu belegen. Und diese beiden Punkte haben genügt, um
den damaligen Obmann der österreichischen Volkspartei, der bei der Wahl 1999 für jedermann hörbar und verständlich verkündete, für den Fall, dass er als Dritter in der Nationalratswahl abschneidet, in Opposition zu gehen, plötzlich hinter dem Rücken des damaligen Bundespräsidenten, hinter dem Rücken des ehemaligen Koalitionspartners, Viktor Klima, mit Haider bereits gemeinsame Sache gemacht hat, und dann den Bundespräsidenten vor vollendete Tatsache gestellt hat und gesagt hat, lieber, oder wie immer der Ansprache war, Herr Bundespräsident, ich habe hier eine Regierung, die eine Mehrheit im Parlament haben wird. Und dagegen war demokratiepolitisch kein Kraut gewachsen und so ist es auch geworden. Und es passt auch wiederum in das, was ich vorher gesagt habe. Es muss in der österreichischen Bevölkerung doch einen gewissen Kern geben, der nicht unbedeutend ist, der gegen diese Vorgänge, die ja nach allen Regeln sozusagen der Fairness nicht zustande kommen hätten dürfen, nichts einzuwenden hat. So war es. Da hilft doch die schönste Verfassung nicht. Ja, das ist, ein anderer hat einmal gesagt, hat das Wort Verfassungsbogen geprägt. Also in den Verfassungsbogen hat das hineingepasst. Ja. Bogen kann man ja beliebig spannen. Ja, ja, aber die elegante Verfassung hat offenbar einen großen Bogen. Ich glaube, das war ein Riesenschock damals, dass das möglich ist. Es tatsächlich, soweit ich informiert bin, der Historiker wird mir da wahrscheinlich hoffentlich zustimmen, ist, dass es natürlich, es steht nirgends, dass das nicht möglich ist in der Verfassung und in den Dingen, die für eine Regierungsbildung in unserer Demokratie mit unserer Verfassung dasteht. Das heißt, die haben einfach etwas gemacht, was nicht Usus war. Und das ist etwas, das war der neue Schock. Und ich glaube aber, das muss eine Art von Sprungfeder gewesen sein, die heraufreicht, bei der für mich viel ärgeren Regierungsbildung nachher, von Sebastian Kurz mit Strache. Denn, und das glaube ich, ist das, was die ÖVP da prägt, ist noch einmal noch eine ganz andere Generation, nämlich ganz weit weg von der Lagerstraße, ganz weit weg von historischen Zusammenhängen. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass es auch nach wie vor, ich habe selber jetzt einen 16-jährigen Sohn und es ist für mich und auch für meine deutsche Frau, die das ganz anders gelernt hat in ihrem Leben, ist das tatsächlich noch eine große Verwunderung, wie wenig da immer noch in den Schulen darüber gelehrt, erklärt, gesagt wird. Ob das jetzt innerhalb eines Geschichtsunterrichtes ist. Mein Sohn sagt, sein Geschichtslehrer ist jetzt für ihn nicht so toll, weil der halt immer nur dasteht und was redet. Ja. Ich hatte wiederum einen super Geschichtslehrer, der mir die Liebe zu diesem Gegenstand überhaupt mehr oder minder in die Schultüte hineingelegt hat, wenn man das so will. Aber es ist, mein 16er lernt das auch wieder nicht. Er lernt es von zu Hause. Das heißt, meines Erachtens sind die meisten Menschen in diesem Land, die historisch sich bilden wollen, immer noch massiv davon abhängig, wie das Elternhaus aufgestellt ist, wie die denken und was die sagen und tun. Aber zurück, das war diese Sprungfeder, die heißt, das sind diese neue Generation, die da in der ÖVP aufgekommen ist, das sind sehr karrieristisch denkende Leute mit einem ganz für sie gesunden Nationalismus, der aber bedeutet, der eher von einer Anti-EU-Stimmung gesteuert ist, meines Erachtens, als ein Nationalismus im Sinne des brutalen, wir wollen den anderen erobern, sondern wir wollen wieder gerne für uns sein. Und das, was Schüssel begonnen hat und was dann fortgesetzt wurde, ist für mich ein ganz bestimmter Effekt, nämlich dass wir wollen einfach nicht mehr reden. Wir wollen nicht mehr diskutieren. Wir wollen nicht mehr den ewigen Ausgleich. Wir wollen nicht den politischen Kompromiss. Zusammen natürlich mit einer absoluten Aushungerung nach der politischen Macht, nach der Nummer 1 im Land. Und dann
diese tödliche Mischung, dieser komische Quirlcocktail aus nicht wirklich historisch gebildet, kein Gespür mehr haben für eine Stimmung im Land, weil das gar nicht mehr der Punkt ist. Stimmung spüren, das ist irgendwie ein bisschen unmodern. Das riecht nach Bierzelt. Ja, das muss man nicht. Nein, ich hole mir die Leute quasi für die schmutzigere Seite der Politik, hole ich mir als Koalitionspartner einfach ins Boot. Dann muss ich ja nicht ganz so nationalistisch sein, obwohl ich das eigentlich gerne möchte. Und diese Sprungfeder, das ich will nicht mehr diskutieren, ich möchte nach oben an die Macht, wenn man das dann mit Werf und Jugend in die Bevölkerung hineinträgt, die auch natürlich vielleicht der vielen Diskussionen müde ist, aber diese Debatten sind die Quintessenz von Demokratie. Das ist das, was nun einmal da ist. Es muss immer einen Kompromiss geben. Das bringt dann zusammen mit diesem komischen, verqueren Nationaldenken der Freiheitlichen, wird dann zu einem absolut tödlichen Cocktail, der dann auch noch geglaubt wird. Und der, wenn man dann auch noch im Sinne des Simplify and Repetition einfach sein Zeugs ohne jede Bremse einfach immer wiederholt, gnadenlos, ja, irgendwann wird es dann natürlich geglaubt. Und das ist das, was mich und viele andere so schockiert hat, dass das möglich ist. Aber der Auslöser ist diese erste Regierungsbildung gewesen, Schüssel Haider. Und ab dann, und da hat der Dr. Franitzky absolut recht, wie ich finde, diese Kette zwischen von Haider zu Kickl, die ist tatsächlich, da muss man nicht nach Unterschieden sehen, das ist ein und dieselbe Haltung. Ich habe mich mal mit einem FPÖ-Bürgermeister lange unterhalten und die haben, das ist denen ziemlich wurscht alles. Das ist denen völlig egal. Und das macht es so wahnsinnig schwer, es zu bekämpfen, weil es denen wirklich wurscht ist. Also da gibt es nichts, was man argumentativ dagegen halten könnte. Ja? Da kommt eiskalt, wenn man zum Beispiel dann sagt, na ja, nun gut, aber ihr habt euch die quasi die alten Nazis leben lassen und sie teilweise mit neuem Antisemitismus verwoben ins eigene Boot geholt, kommt aus der Pistole geschossen. Nein, 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 angefangen damit hat der Kreis mit Peter. Und das ist natürlich auch dann schwer zu, kann ich nur sagen, ja, nur das ist eine vollkommen andere politische Situation gewesen im Land. Da ist noch niemand auf dieser Welle geritten. Jetzt reitet man auf einer ganz bestimmten antisemitischen Grundstimmung einfach mit oder mit einer ausländerfeindlichen Stimmung. Es ist für mich nach wie vor vollkommen unfassbar, dass eine österreichische Bundesregierung es tatsächlich hinbekommt, Leute, die Asylstatus haben, in den Lagern in Griechenland nach wie vor versauern zu lassen. Das sind ja keine Verbrecher. Da wächst jetzt das fünfte Jahr, wachsen die Kinder in Zelten auf oder im Wald oder im Untergrund in Athen. Und da zerbricht eine Grundstimmung, wo ich sagen kann, dann ist im Grunde die Debatte, die wir führen über die Erosion des Opfermythos, ist wunderbar. Nur da wird sich ja schon wieder zum Opfer stilisiert. Das Opfer der Umstände, das Opfer des wir wollen für uns bleiben und die Ausländer werden uns überrennen. Und wenn Österreich dann an den steigenden Asylzahlen leidet, wie die ÖVP-Generalsekretärin Frau Satzlehner gesagt hat, dann muss ich sagen, da ist wieder eine Wortwahl unterwegs. Wir brauchen uns eigentlich nicht zu wundern, dass es so weit ist. Hinzufügen. Der deutsche Bundeskanzler hat von einem Zeitenwechsel gesprochen. Jemand anderer hat einen Epochenwechsel gesagt. Und wie immer man das jetzt tauft, es ist tatsächlich notwendig, meine ich, dringend notwendig, dass die Politik im Allgemeinen, natürlich auch die unsere, die österreichische Politik im Besonderen, versteht und in ihre Handlungen und in ihre Gedankenwelt aufnimmt, dass sich das politische Handwerk sicher neu aufstellen muss. Warum? Weil
wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir mit einer Fülle, mit einer großen Anzahl von neuen Entwicklungen und Erscheinungen konfrontiert sind, die unmittelbare Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Also es wurde schon erwähnt, das Flüchtlings-, das Wanderungsthema, braucht man nicht zu sagen, wie schwierig, wie kompliziert, wie komplex es ist. Aber das ist ja nur in Wirklichkeit der Ausfluss einer bestimmten Entwicklung. Und zwar sind wir ja konfrontiert mit katastrophalen Ursachen, warum so viele Menschen das Land, in dem sie geboren sind, verlassen wollen. Das sind Kriege. Also im Mittleren Osten, in Teilen Afrikas, in Teilen Asiens hört man ja nicht auf, Krieg zu führen. Syrien ein Beispiel, Jemen ein katastrophales Beispiel. Die Klima- und Wetterbedingungen in den Trockengebieten hören nicht auf, auf die Menschen fürchterliche Druck auszuüben. Also wenn es in Somalia 11 Jahre lang schon nicht geregnet hat, wenn es in der Sahelzone, abgesehen vom schwierigen Klima, immer mehr Kämpfe zwischen dortigen militanten Islamisten und der Normalbevölkerung gibt, dann sind das natürlich Ursachen, dass viele Menschen sagen, was mache ich da noch? Ich schaue, dass ich wegkomme. Wo kommen Sie? Wo wollen Sie hinkommen? In das am nächsten gelegene Gebiet, das ist Europa. Natürlich kann man sagen, ja, die sollen halt schauen, dass sie dort zu Rande kommen und so weiter. Wir wissen, dass das alles keine tauglichen Auskünfte und Antworten sind. Aber ist ein Thema. Das nächste Thema ist natürlich der Russland-Ukraine-Krieg. Ein weiteres Thema ist aber, und Herr Boni hat die Europäische Union angesprochen, diese Europäische Union, die über Jahre und Jahrzehnte immer wieder in der politischen Agitation missbräuchlich eingesetzt wurde und nicht als etwas dargestellt wurde, was uns Europäer insofern zusammenbringen, zusammenschweißen, einigen muss, weil wir als einzelne Länder, überhaupt die kleinen wie Österreich, diese großen Herausforderungen der Welt, die ich kurz geschildert habe, nicht allein schultern können. Umso wichtiger ist es allerdings, und jetzt sage ich, Politik muss sich neu aufstellen, dass auch die Politiker in der Europäischen Union sich insofern neu aufstellen müssen, als sie mit diesen Herausforderungen einigermaßen glaubwürdig fertig werden und damit der breiten Bevölkerung kundtun und demonstrieren, hat einen Sinn, in Europa einig zu sein. Es hat für alle eine Bedeutung, es hat für alle einen positiven Effekt, eine politische, ökonomische und soziale Profitabilität. Das geschieht zu wenig. Und ein viertes, aber diese Aufzählung ist total unvollständig. Und da kommen wir zu den Strömungen in Österreich im Allgemeinen, Volkspartei im Besonderen. Nämlich das daran Gefallen finden, elementare Demokratie, politische und Demokratie wirksame Gegebenheiten in einzelnen Staaten durch demokratisch erzielte Mehrheiten in Frage zu stellen. Was meine ich? In Ungarn, in Polen, teilweise also vorher noch in Slowenien, vor dem letzten Wochenende, wurden politische Kräfte mehrheitlich in die Parlamente gewählt, demokratisch in die Parlamente gewählt, um dann, sofern sie in mehrheitlichen Positionen sitzen, demokratiepolitische Grundregeln außer Kraft zu setzen und in Frage zu stellen. Das gefällt aber manchen Leuten gar nicht so schlecht. Also man hört ja, dann nehmt euch an dem Orban ein Beispiel. Ja?
Polen ist ein bisschen komplizierter, aber auch da ist ja die politische Grundausrichtung von PIS, PIS ist ja eine solche Pressefreiheit, wollen wir nicht so genau haben. Unabhängige Richter brauchen wir eigentlich auch nicht so genau. Eine unabhängige Zentralbank nicht, einen obersten Gerichtshof nicht so sehr. Erst unter dem Druck der Europäischen Union, nämlich die Gelder im Rahmen der Hilfsprogramme für die Pandemiebekämpfung zu sperren, scheinen dort ein bisschen zu offenen Augen geführt zu haben, zu sagen, ja, also bevor wir auf das Geld verzichten, werden wir lieber ein bisschen demokratisch, schauen wir mal, ob es überhaupt so weit wird. Das Ende all dieser Ketten ist die Grundsatzfrage, kommen wir, viele Leute stellen sich diese Frage, kommen wir mit den uns bekannten und bisher geübten Methoden der repräsentativen Demokratie zu Rande, um all diese Probleme zu bekämpfen und Lösungen zu erarbeiten? Oder aber brauchen wir die Orbans? Brauchen wir den starken Mann? Brauchen wir einen, der sich nichts pfeift und der in der ärgsten Stimmung gegen Moskau sich als Putin-Freund deklariert? Und noch dazu Druck ausübt mit Erdöllieferungen und so weiter. Das sind ganz wichtige und gewaltige Themen, denen sich auch unsere Politik, und wir reden über uns und über uns selber, stellen muss und klare Argumente haben muss und erarbeiten muss, um nicht auch in Österreich eine Stimmung breit werden zu lassen, die sagen, ja, Diese ganze Palaver in den Quatschbuben der Parlamente und Beurteilungen von Gesetzesvorlagen oder wie die Regierung Kurz es ja über Monate unterlassen hat, mit dem Parlament überhaupt zu sprechen. Parlament, wo wir marschieren, wohin, hat sich Gott sei Dank gezeigt. Aber auf das kann man sich nicht verlassen. Ja. Und um es zu Ende zu bringen, die großen Herausforderungen mit demokratiepolitischen Methoden der gegenseitigen Anerkennung und Fairness des Zuhörens, auch deine Meinung ist mir wichtig, auch deine Überlegungen werde ich in meine Überlegungen einfließen lassen. Wir sind ein gemeinsames, Dichterwort, gemeinsames Volk von Brüdern, ja, und Schwestern, Gott sei Dank, oder hoffentlich, in einer gängigen Form. Wenn das gelänge, dann könnte man die Medien, die sich mit großer Lust auf noch weniger wichtige als unwichtige Sachen konzentrieren. Also wie oft ein Baumeister, der auch ein Einkaufszentrum betreibt, eine neue Freundin hat, ist wahrscheinlich wichtig für ihn selber. Ich melde mich an, mich interessiert es nicht. Ich kenne andere Leute, die interessiert es auch nicht. Aber kommt doch einmal herunter von dieser Pulverisierung, von dieser Minimierung des eigentlich eines gewissen Anstandes, der Anständigkeit, sich mit den wirklich wichtigen Dingen zu befassen, sie kritisch zu beleuchten, kritisch zu hinterfragen, aber auch anzuerkennen, wenn sich dann ein paar Leute hinsetzen und sagen, das, dem müssen wir jetzt zu Leibe rücken. Aber was halt so in einer personellen Gesellschaft auch wichtig ist, ohne Personen geht es nicht. Das haben Sie oft und oft bewiesen und beweisen es nach wie vor. Wir müssen das Thema Medien natürlich kurz auch angehen. Ich mache noch aufmerksam, wir gehen dann noch einmal zu Europa zurück und auch zu der Veränderung, die offensichtlich auch innerhalb der ÖVP hier, Sie haben es ja selber schon angesprochen, sehr deutlich gemacht hat und wo mich
die Frage interessiert, dann stelle ich sie jetzt schon, aber Sie können es dann gleich auch mit beantworten, nämlich, da war doch Schüssel ein begeisterter Europäer, das kann man so sagen. Ist das zerbrochen mit diesen Maßnahmen, die die EU nach seiner Koalitionsbildung mit der FPÖ gesetzt hat, gegen die Regierung, die er so gern dargestellt hat, als gegen das Land gerichtet, zwar explizit gegen diese Regierung gerichtet. Und Kurz, der dann später in die Politik kam, soll ja von Schüssel nicht wenig sich beraten haben lassen. Und der war letztlich zu einem neuen Typ von Politiker geworden, indem er diese Visegrad-Staaten auch um sich geschart hat und eigentlich eine antieuropäische Politik angegangen hat. Aber bevor wir uns in diese Richtung hin noch bewegen, die Medienpolitik, die Frage der viel zu starken Stützung, weil eigentlich bräuchte man die gar nicht stützen, Medienpolitik für Boulevardmedien, sage ich, braucht es überhaupt nicht, aber ist massiv passiert in den zurückliegenden Jahren. Ich will es noch ein bisschen gründlicher machen, mit Blick auf Berlusconi. Wir haben in Europa nichts gemacht, das uns sichert davor, dass ein großer Medienmogul Regierungschef werden kann und dann noch die Öffentlich-Rechtlichen kontrolliert. Es ist Berlusconi Geschichte, aber er hat viel angerichtet in dem Land. Orban macht es anders. Da sind die Freunde, die dann die Medienszenerie aufkaufen und dann mit staatlichen Aufträgen belohnt wird. Müsste man irgendwie rechtlich fassen können. Aber ich sehe, also in Österreich sowieso keine Politik dagegen, weil da ist eher die Idee sowohl von Strache, wie wir sie aus dem Ibiza-Video kennen, als auch von der ÖVP, dass man so etwas möglicherweise mit einem Herrn Benko ganz gerne auch hätte. Der steht ja nicht nur an dem Ort, das sondern ist schon drinnen in der Kronenzeitung und im Kurier. Viele Fragen. Das hat natürlich damit zu tun, auch wieder, es ist eine gewisse Grundhaltung ist letztendlich verloren gegangen. Einfach eine Grundhaltung, was man macht in einer Demokratie und was nicht. Es ist zum Beispiel für mich eine wirkliche Wahnsinnigkeit, dass man Gratiszeitungen auch noch Presse fördert. Das ist vollkommener Irrwitz. Während Qualitätsmedien, die tatsächlich Journalisten, also diese Menschen, die diesen Beruf tatsächlich erlernt haben und den auch ausüben und vor allem auch ausüben können, Zeitungen, die diese Leute bezahlen müssen, weil das einfach tatsächlich ein zu bezahlender Beruf ist, diese Qualitätsmedien stehen mehr oder minder fast jährlich an der Kante in Wahrheit, wenn sie nicht genug Abonnenten etc. haben, Werbe. Ich kann mich noch erinnern, dass von vielen Zeitungen sind die Werbeseiten schauen heute anders aus als noch von vor 10 Jahren. Ja? Da ist so viel Bericht und so viel Werbung, das war tatsächlich mal anders. Nur es geht nicht anders. Ich wollte noch einen Satz nur sagen vorher zur EU, weil das ist auch, haben auch die Medien etwas, was mir wichtig erscheint. Ich hatte einmal das Vergnügen, mich ganz kurz zu unterhalten mit dem, fällt mir jetzt der Name nicht ein, das ist sehr, sehr lange her, mit dem Parlamentspräsidenten des Europäischen Parlaments, aber zur Zeit von Jacques Delors, ein Deutscher. Und der hat gesagt, es ist natürlich die Nachricht, dass die EU den Krümmungsradius der Banane oder der Gurke berechnen will, ja, ist natürlich eine Nachricht, die ist sexy, weil da kann sich das Volk wunderbar aufregen. Wenn allerdings dieselben Medien die Nachricht nicht bringen, dass diese Regelung bereits seit über 12 Jahren nicht mehr existiert, weil auch die EU-Kommission und überhaupt die Europäische Union als Korpus begriffen hat, dass das in eine Richtung führt, wo alle nur noch irrsinnig werden, ist an die Grenze zur Lächerlichkeit. Obwohl
das hat eigentlich nur mit dem Packen, mit dem Verpacken der Bananen zu tun. Deshalb musste das so einheitlich gemacht werden. Aber trotzdem geht das bei allen, klingen da irgendwo die Glocken gegen die Natur. Ne? Wenn aber also diese Medien die Nachricht, dass diese Regelung schon längst aufgehoben ist, seit vielen Jahren, nicht bringen, weil sie einfach keine sexy Nachricht ist, damit kann man niemanden hinterm Ofen hervorlocken, ja? Dann hat aber auch die EU als Korpus keine Chance. Das heißt, es müsste, weil die Leute gehen nicht freiwillig auf die Website von der EU. Haben sie noch nie gemacht, ja? Außer die, die sich wirklich dafür interessieren. Warum sollten sie auch? Aber dennoch, dieses Interesse zu schulen, auch bei Medien, die in Europa da sind, dass es eine gewisse Grundhaltung geben sollte, dass man das, was man allgemein anerkannt, in vielen klugen Artikeln anerkannt als Friedensprojekt, als die wunderbare Chance, dieser Kontinent, die beste Chance, die dieser Kontinent je hatte, um zusammenzuwachsen, ist die Europäische Union. Wenn man das mehr oder minder ein bisschen so nebenher laufen lässt, so als Existenz wie das Wasser und die Luft, das ist halt so und wir regen uns auf, wenn wir aufregen wollen, aber wir geben keine Nachricht, wenn da mal wirklich was Gutes daraus entstanden ist, dann wird es ein bisschen schwer, den Leuten Europa als Gespür beizubringen. Und dann kommen diese Wahnsinnigkeiten, dass dann eben ein paar Leute sagen, ja, dann machen wir es doch einfach so wie der Orban. Das ist ja wunderbar. Dann geht es dann einfach ein bisschen schneller mit allem und eben nicht mehr diskutieren. Weil es, um die Frage nach Berlusconi zu beantworten, wenn es diese Grundhaltung, auch eine demokratiepolitische Grundhaltung, nicht gibt, wenn man eben das tut, und da bin ich wieder beim Dr. Ranitzky angelangt, einmal mehr, im Grunde diesen Kräften politisch die Hand zu reichen, die das in einer Art von Mischung aus Laissez-faire und eigenem Verständnis von Fortkommen nicht mehr als Qualität ansehen, zu diskutieren, einen politischen Diskurs zu führen, nebenbei noch ein bisschen ausländerfeindlich zu sein, nebenbei noch ein bisschen antisemitisch zu sein und nebenbei einfach, wir machen einfach. Ja, wenn man das als Haltung hat, wenn man diesen Menschen politisch die Hand reicht, dann darf man sich nicht wundern, was am Ende rauskommt. Ich würde mir dringend wünschen, eine wirkliche, klare politische Haltung zu all diesen Dingen. Gewisse Dinge darf man nicht, wie das Franz Vranitzky gerade eben gesagt hat. Man darf es nicht, weil dann eine andere Haltung gesprengt wird. Und das ist für mich, wenn da Medien auch mitmachen, beziehungsweise auch finanziell, staatlicherseits, in eine Situation gedrängt werden, wo sie nicht mehr anders können, um zu überleben, als sich in eine gewisse private Hand zu geben, dann braucht es immer nur einen geben, der zugreift. Und der zugreift, ist dann eben ein Berlusconi, ist ein Orban, ist ein, was sie wollen. Sowohl politisch als auch gesellschaftspolitisch das Gefährlichste, was es gibt. In Polen läuft es unter Repolonisierung. Die Gurkenkrümmung war in Wirklichkeit ein Unfall. die Gemüsebauern wollten, dass man im Großen und Ganzen geradlinige Gurken produziert, damit sie besser in die Versandschachteln hineinpassen. Und einige Gründe, wo geht das hin? Nur hat man offensichtlich die Öffentlichkeitsarbeit diesbezüglich nicht ernst genommen und so ist es dazu gekommen, die in Brüssel sind verrückt, die kümmern sich um Gurkenkrümmungen. Ja. Punkt 1, Berlusconi. Berlusconi führt mich im Großen und Ganzen zurück zu dem Generalthema, das Sie am Anfang ausgegeben haben, nämlich den Opfermythos. Und ich meine, und kann das auch belegen, der Opfermythos führt in Wirklichkeit in seiner praktischen Auswirkung zu einer Täter-Opfer-Umkehr, indem man nämlich, also unsere Politiker der 1940er, 50er, 60er Jahre, die den Opfermythos bemüht haben, die haben im Großen und Ganzen Unruhe abgewehrt. Die wollten nicht mit Fragen Antisemitismus, Restitution und so weiter zu tun haben. Daher das berüchtigte Wort des Oskar Helmer, das schieben wir auf die lange Bank. Aber
schauen wir uns an, was in der Welt los ist. Donald Trump ist ein Opfer-Täter-Umkehrer. Alle sind gegen die USA. Wir müssen uns wehren. America first. Let's make America great again. Das heißt, Amerika ist offensichtlich vorher small gemacht worden. Wir brauchen, und weil so viele Gegner da auf der ganzen Welt sind, insbesondere die Deutschen mit ihren Mercedes und so weiter, müssen wir uns dagegen wehren und müssen America great again machen. Und daher also alle diese diskriminierenden Aktivitäten inklusive, und da wird es besonders dramatisch, inklusive der Stärkung der Mehrheitsbevölkerung im Land. Also im Konkreten der gute weiße Mann und der nicht so gute schwarze Mann. Und daher überall dort, wo republikanische Gouverneure herrschen in den Bundesstaaten, werden die Zulassungsbedingungen für die nächsten Präsidentenwahlen heute schon verschlechtert und verschlimmert, um die konservative republikanische Mehrheit abzusichern. Anderes Thema. Boris Johnson, gehen wir endlich weg von diesem Diktat von Brüssel. Wir Briten sind doch allein viel besser aufgestellt. Wir sind ja das Opfer dieser europäischen Bürokraten. Weg damit. Putin. Die russische Seele, die russische Bevölkerung, das russische Volk wird in Wirklichkeit von den Europäern und den Amerikanern bekämpft. Sie umsingeln uns mit NATO-Staaten. Sie errichten Nazi-Regimes in einer unserer ehemaligen Mitgliedsrepublik in der Sowjetunion. Die Sowjetunion zu zerstören, das größte Unglück der Geschichte. Warum? Weil ja das russische Volk prädestiniert ist und ja schon mit der Gründung in Kiew an dem Fluss Rus eine vollkommen andere Geschichte genommen hätte, wenn nicht. Und das kann man fortsetzen. Und diese Leute, die diese Politik vertreten, die werden dann auch autoritär. Und warum? Wieder Berlusconi und Co. Denen fällt das Autoritärwerden nicht gar so schwer, weil sie die Oligarchen auf ihrer Seite haben. Das heißt also, Fernsehstationen, Radiostationen, führende Blätter unter das eigene Kuratel zu bringen, ist ja schon ein Ausfluss der Täter-Opfer-Umkehr. Ich muss mich wehren, ich bin ja arm, ich bin ja ein Opfer, ich muss mich ja wehren gegen die böse Welt da draußen oder sonst irgendjemanden. Und wäre in Italien, wäre dem Salvini nicht der Absturz sozusagen passiert, wer weiß, ob diese extrem konservative Partie nicht verhindert hätte, dass der Draghi zurückkommt und Regierungschef in Italien wird. Weil der Draghi ist ja an sich kein prädestinierter Regierungschef gewesen. Der Notenbanker, Banker sind ja überhaupt nicht gar so, ruft man nicht so schnell herein. Ja, dann gehört man aber nicht die schlechteste Kanzler. Und wenn man das zu Ende denkt, kommt, also ich komme immer wieder auf die Europäische Union zurück, denn sie ist geeignet, durch das Gemeinschaftsregulativ sozusagen das Schulter an Schulter zu schauen. Und eine letzte Anmerkung, meine Herrschaften, eine letzte Anmerkung. Warum ist diese europäische Frage für uns so wichtig? Schauen wir uns einmal um, jetzt allein bei der Energiedebatte, bei Erdgas, bei flüssigem Erdgas. Bei Kohle trifft uns Österreicher nicht, aber die Deutschen zum Beispiel. Also wir sind umgeben von großen Blöcken, die auf unsere nationalen Wirtschaften, die klein erscheinen, in der Menge groß genug wären. Bedroht und bekämpft. USA sowieso. China wissen wir noch gar nicht so genau, was das bedeutet. Die Seidenstraße zu Land, zu See, in der Luft, was das alles wird. Unser Problem mit den Zulieferungen, mit den Lieferketten,
die Abhängigkeiten, die Globalisierung. Die Globalisierung funktioniert ja nur, wenn man selber stark genug ist, um in dieser Globalisierung eine Rolle zu spielen. Wenn man sie nicht spielt, dann wird man bloß globalisiert und sonst nichts. Und das ist ein Schaden und ein Nachteil. Also wie wehren wir uns, wir Österreicher, auch die großen Deutschen, wie wehren sie sich denn gegen diese Übermacht der USA-Wirtschaft, der chinesischen bisher noch nicht so bekannten? Was machen wir denn eigentlich mit der Unterstützung etwa der NATO-Staaten, wenn die USA sich verwickeln lassen in eine kriegerische Auseinandersetzung Festlandchinas mit Taiwan? Was geht eigentlich dann? Und wie schaut es dann aus bei uns mit den Leuten, die uns gerne in der NATO drin hätten? Da sind wir auf einmal in Fernost. Ist ja fast lächerlich, ist auch lächerlich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns Europäer wieder Europäer sein. Die Gründerväter haben ja genau gewusst, warum sie das tun. Und wir haben, es ist nicht ein Thema, dass wir von der Bürokratie Brüssels beherrscht werden oder erdrückt werden, sondern die wirklich großen Entscheidungsträger in der Europäischen Union sind die Regierungschefs. Also wir wissen, an wen wir unsere flehentlichen Bitten richten, macht den Schulterschluss und überlegt euch rechtzeitig, etwas zu tun, um das Auseinanderdriften dieser 27 zu verhindern. Dankeschön. Könnte, weil wir gerne noch ein großes Thema, die soziale Demokratie selber gerne aufmachen möchten. Ich frage ganz eine konkrete Frage. Ist es für Sie vorstellbar, dass in einem Zeithorizont von 10, 20 Jahren eine in Brüssel, in der europäischen Politik geschulte politische Persönlichkeit in Österreich Kanzlerin oder Kanzler wird? Ja, ich meine, grundsätzlich, wenn eine solche Frau, ein solcher Mann sich mit überzeugenden Argumenten um die Zustimmung der Wählerschaft bemüht, jederzeit, würde das sogar umdrehen und wir sagen, hoffentlich wäre das so, dann wird das so sein, mit der notwendigen Überzeugungskraft. Beispiel Slowenien. In Slowenien hat ein Regierungschef regiert, der ausgesprochen antieuropäisch war. Er wollte, weiß nicht, der zweite oder der erste Orban sein, wissen wir nicht so genau. Er ist abgewählt worden. Und die offene Frage ist jetzt, ist die Person, also der Mann in dem Fall, der den Janša ersetzen wird, ist der die Persönlichkeit, um Slowenien als eines der kleineren Mitgliedstaaten sozusagen zu einem europäisch wirksamen Musterland zu machen. Und das wird wohl so sein müssen. Und das kann man auch umlegen auf die großen Staaten. Es ist nicht meine Aufgabe, jetzt über die Innenpolitik in den Mitgliedsländern irgendwelche kritische Anmerkungen zu machen. Aber ich hoffe, dass die Großen, dass die Franzosen und die Deutschen wieder so zueinander finden, wie Mitterrand und Kohl zueinander gefunden haben, oder Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt. Also das waren schon Paarungen, die dann die anderen mit, Felipe González, der war ein wirklich glühender Anhänger des europäischen Einigungswerks, war nicht eifersüchtig auf Kohl Mitterrand, sondern war ein, sozusagen ein Zuarbeiter. Das ist irgendwie das Gedankenmodell, das ich mir vorstelle und hoffe, dass auch wir hier in Österreich Persönlichkeiten entwickeln, die österreichische Europäer sind. Ich denke, dass der jetzt gerade der Krieg in der Ukraine hat für mich in mir ein Gefühl ausgelöst, dass ich zuerst gedacht habe, das darfst du eigentlich gar nicht haben, das ist ja fürchterlich, was du da denkst. Aber ich
bin nach wie vor dieses Gefühls, dass etwas passiert, hoffentlich im Denken, speziell für die junge Generation, ja, wieder meinen jetzt oder unseren 16-jährigen Sohn erwähnend, der jetzt bei der nächsten Wahl darf er bereits wählen. Offensichtlich braucht es diesen entsetzlichen Krieg, um verständlicher und spürbarer zu machen, was das Friedenswerk Europäische Union wirklich bedeutet. Für eine Generation, die im Grunde gerade durch die Pandemie, durch Corona und diesen Krieg eine absurde Vollbremsung hinlegt. Raus aus dem Leben mit den schnellen Handys, mit Fernsehen, mit Computer, mit all den wunderbaren Dingen, wo wir ja eigentlich alle, um ehrlich zu sein, geglaubt haben, das ist jetzt der Weg in die Zukunft. Das werden wir alles schon hinbekommen. Aber das, wir haben hier eine Globalisierung, wir haben die Ressourcen, wir haben die technischen Geräte. Speziell hierzulande, uns geht's gut. Österreich ist ein reiches Land, nach wie vor eines der reichsten auf diesem Planeten. Dafür leisten wir uns zu viel Blödsinn, um ehrlich zu sein, ein bisschen. Und die legen eine Vollbremsung hin und müssen aus den Nachrichten erfahren, und ich sehe heute noch jetzt das Gesicht meines Sohnes vor mir, wie zum ersten Mal von diesem Ukraine-Krieg in der Zeit im Bild oder Tagesschau, was immer wir gesehen haben, wirklich erfahren hat, wo dem die Kinnlade runter ist und wir ihm erklären mussten, was das heißt, dass das etwas über 400 Kilometer entfernt von Wien stattfindet, nicht 3000 Kilometer irgendwo in Asien oder sonst wo. Das ist aber auch eine riesige Chance, eine unendlich große Chance für jede Politikergeneration ab jetzt hoffentlich zu begreifen, wie schnell, wie fadendünn diese Linie ist zwischen Wohlleben in Sicherheit und Angst haben müssen. Das ist entsetzlich dünn. Und wenn in hoffentlich aller Humanität, auch im Sinne einer neuen politischen Ausbildung, wie sie Dr. Franitzky erwähnt hat, dann hat man eine unfassbare Möglichkeit gerade, auch jetzige Generationen, auch die Leute, die jetzt am Ruder sind, im Grunde sich die Kräfte zusammenzuholen, nicht, und da spreche ich gerne von der Sozialdemokratie, nicht zu glauben, dass es eine einsame Mehrheit geben wird, sondern es wird immer nur in Koalitionen sein müssen. Aber man kann sich jetzt die Mehrheiten holen, der Kräfte im Land, die sogenannt guten Willens sind. Das heißt aber auch, dass man nicht mehr oder minder sagt, ja, wir sind jetzt doch das Asylland und lasst uns alle reinholen. Natürlich nicht, das geht nicht. Auch wir, die wir dafür kämpfen, dass ein paar Kinder mit Familien aus Moria rauskommen dürfen, haben längst verstanden, dass man hier nicht quasi Österreich als Asylland komplett aufmachen kann. Ja, das wird so nicht funktionieren. Aber ein bisschen guten Willen und Humanität im Sinne eines europäischen Gedankens darf es schon geben. Und das, was jetzt passiert, ist wie ein Zurückfahren auf die grüne Null. Und jetzt können wir uns wirklich neu orientieren. Das ist eine, da glaube ich, haben alle Parteien in diesem Land, in allen europäischen Ländern jetzt die unglaubliche Chance, diese Vollbremsung wahrzunehmen als das, was sie ist, den Leuten auch die Wahrheit zu sagen. Ich finde es persönlich, da bin ich jetzt vielleicht aber auch auf einem schweren Feld, weil da gibt es Menschen, die haben ein viel, viel weniger privilegiertes Leben, als ich das haben darf, ja, im Moment, sage ich einmal, denen man mit sowas nicht zu kommen braucht, dass man sagen, wir helfen den Ukrainern, indem wir quasi unseren Gasverbrauch reduzieren. Und dann ist es halt kalt im Winter. Das lässt sich sehr, sehr leicht sagen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man das tut und dass man so versucht, einen Krieg mit zu verhindern, anstatt dass man ständig irgendwo hinfährt und versucht, mit Leuten zu sprechen, die diesen Krieg ausgelöst haben. Das hat schon ganz offen gesagt mit Adolf Hitler nicht funktioniert und das wird auch mit Wladimir Putin nicht funktionieren. Und in diesem Sinne ist dieser Vergleich ein zwar sehr, sehr direkter, aber ich mache ihn trotzdem, denn wir sind in so einer ähnlichen Situation. Ich würde sagen, historisch-politisch sind wir so ungefähr 1938 Sudetenproblem. Da so wird gerade verfahren, ein bisschen. Aber um da zum Schluss zu kommen,
ich glaube, dass es tatsächlich wirklich noch einmal eine Chance ist, eine unglaubliche Chance. Und es gibt so viele Menschen in diesem Land, die das in anderen Bereichen längst vorexerzieren, wie das gut gehen kann. Und vor allem, das ist für mich das ganz Wichtige, nicht irgendetwas versprechen, was sowieso nicht zu halten ist, sondern einfach der Tatsache erst einmal Weg geben, dass wir alle ein dickes Problem haben und dass es so bequem nicht mehr weitergehen kann, einfach weil die Situation nicht danach ist. Und wenn man das begreifbar macht und sich selber dann auch versucht, das ein bisschen klarer zu machen, dass viele Dinge sowieso stattfinden, aus Umweltgründen, aus vielen, vielen, vielen anderen Dingen, dann hat man tatsächlich eine Chance, das zu bündeln und einen noch einmal ganz anderen europäischen Weg zu gehen und den Gründungsvätern der Europäischen Union tatsächlich die Ehre anzutun, sie gut verstanden zu haben. Der Vergleich ist grundsätzlich immer legitim und notwendig, sage ich. Bei den Gleichsetzungen müssen wir achtsam sein, aber das war ja nur die Gleichsetzung mit der Politik in der Frühphase. Das würde ich auch so sehen. Wir haben nur immer dann gleich im Kopf, was dann alles danach noch passiert ist und glauben, dass wir das unter Putin auch so passieren. Nur wir wissen nicht, was da kommt. Aber es ist genug geschehen, dass etwas an Handlungen notwendig wird in dem Bereich. Österreich hat, und das ist die Überleitung, Österreich hat, ich gehe nochmal zurück zu einem Punkt, den wir schon angeschnitten haben. Österreich hat als kleines Land aus seiner Geschichte gelernt und hier insbesondere gibt es etliche Vertreter und Vertreterinnen in der Sozialdemokratie, die im Exil die Idee geboren haben, wie kann man sicherstellen, weil 1943 ist zum Glück ja die Wiederherstellung eines unabhängigen österreichischen Staates beschlossen worden durch die Moskauer Deklaration. Aber die Frage war natürlich virulent, wie stellt man sicher, dass sich das nicht wiederholt? Denn wir wissen, dass zwei Länder sich gerührt hatten 1938. Und diese Idee war das, was Wien heute so auszeichnet, aber die meisten nicht mehr damit in Verbindung bringen. Die meisten bringen die Neutralität unseres Staates damit in Verbindung. Aber die Idee war davor schon, möglichst viele internationale Organisationen hierher zu bringen. Denn dann wird es schwierig, dieses Land zu überrennen. Und das waren alle diese konsequenten Entscheidungen, die Kreisky schon getroffen hat, mit dem Konferenzzentrum und die UNO-City nach Wien zu bringen. Da waren sich die Politiker eigentlich sehr einig. Die Frage, die sich aufdrängt, würde ein sozialdemokratischer Außenminister heute anders agieren als ein ÖVP-Außenminister? Ich weiß, das ist jetzt sehr schwierig, aber trauen Sie sich darüber? Würde Männern ja so überhaupt agieren. Das war jetzt nicht ausgemacht. Das ist richtig. Ja. Wir lieben die klaren und prägierten Antworten. Besser könnte ich auch nicht sagen, ja. Auf keinen Fall. Nein, ja, überhaupt agieren. Die österreichische Außenpolitik ist inexistent. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich glaube, wir sollten es, wir haben ein offenes Thema, wir Österreicher, nämlich gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa. Und da gibt es gar nicht so viele Meinungen dazu, sondern eine Handvoll uniforme Meinungen. Ich sage mal meine. Ich stelle die Neutralität als solche nicht in Frage.
Gehöre aber sicher nicht zu denen, die sagen, sie allein schützt uns. Das tut sie nicht. Das heißt, wenn wir darin übereinstimmen, dass es Bedrohungsbilder gibt, die gibt es, dann sollen wir einmal darüber nachdenken, wie wir im Europäischen Verbund auf dem Boden unserer Neutralität an einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mitwirken können wollen. Ich halte das für möglich. Es gibt schon vorhandene gesetzliche Rahmenbedingungen, die das erlauben, die das sogar nahelegen. Und wir haben natürlich, nicht natürlich, sondern wir haben immer wieder dieses Gespenst, NATO-Beitritt, ja oder nein? Wenn die Antwort ja ist, müssen wir wissen, dass die Neutralität zu Ende kommt. Wenn die Antwort nein ist, müssen wir genug Fantasie entwickeln und auch Realität sehen, wie denn das gehen könnte. Und es gibt einen Artikel im Europäischen Vertrag, 42 Absatz 7, der sieht vor, eine gegenseitige Beistandsmechanik der einzelnen europäischen, also der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Jetzt kommen kritische Stimmen, die sagen, ja, das gibt's, aber von den 27 Mitgliedern sind 23 sowieso schon NATO-Mitglieder. Die werden sich nicht so maßgeblich interessiert zeigen an diesem europäischen gegenseitigen Beistandswerk. Erstens einmal bin ich nicht so sicher, ob das auch stimmt. Aber selbst wenn es stimmt, haben wir ein Instrument an der Hand. Das heißt, Petersberger Abkommen ist gleich Partnerschaft für den Frieden. Vor vielen Jahren mit der NATO abgeschlossen. Allein der Name Partnerschaft für den Frieden sagte schon, dass wir nicht Absicht und Lust haben, Angriffskriege zu führen. Ja, absurd. Aber wir könnten uns mit den anderen Mitgliedstaaten, ob die, die jetzt NATO-Mitglieder sind, so aufstellen, dass das Wort gegenseitig nicht seinen Sinn verliert. Das heißt, wenn uns geholfen wird, müssen wir uns darauf einrichten und klar machen, dass auch wir im Bedarfsfall anderen helfen. Die Schlüsselkomponente zu all dem ist das österreichische Bundesheer. Das Bundesheer muss natürlich in die Lage versetzt werden, an solchen noch zu entwickelnden Modellen so mitzuwirken, dass es ernst genommen wird. Ernst genommen wird im Inland, ernst genommen wird von den Partnern. Ich bin nicht Militär genug, überhaupt keiner, aber jedenfalls nicht genug, um jetzt zu sagen, was das für die Luftstreitkräfte, die Landstreitkräfte, die sonstigen Streitkräfte etc. für Konsequenzen haben muss, muss aber. Dazu haben wir ein Verteidigungsministerium, dazu haben wir eine hohe Generalität. Das sind wirklich Leute, die sich gut auskennen. Manche von ihnen kann man ab und zu in der Zeit im Bild hören, die absolut gute Figur machen. Also ich meine, wir haben hier ein Potenzial an Personen und Fachkräften, die der Politik und damit uns allen den Weg weisen können. Wir hätten damit, wir brauchen damit Geld. Dazu Geld, pardon. Das hat die Verteidigungsministerin schon angekündigt. In Parenthese, der deutsche Bundeskanzler hat vor kurzem gesagt, die deutsche Bundeswehr ist nicht in der Lage, die Kernaufgaben der Verteidigung für Deutschland zu erfüllen. Also denkt er an ein 100 Milliarden Euro Paket. Das heißt, auch dort hat man ähnliche oder analoge Probleme zu lösen.
Das heißt also, wenn hier maßgebliche Geldbeträge in die Hand genommen werden sollen, muss klar gemacht werden der Bevölkerung gegenüber logischerweise, wofür und wozu. Wozu stellt sich das Bundesheer neu auf? Was geschieht mit den Verpflichtungen der Milizkräfte? Die wurden ausgebildet und sitzen dann daheim. Also vielleicht können die noch irgendwas Vernünftiges machen. Also ich sehe da so manche Fantasie. Man muss nur anpacken. Und man soll sich nicht reduzieren lassen von Neutralität ja oder nein. Neutralität schützt und schützt uns nicht. Sondern wir haben drei Säulen unseres Neutralitätsdenkens. Die drei Säulen heißen keine Beteiligung an Kriegen. Die zweite Säule heißt keine Besetzung Österreichs durch ausländische Truppen. Und drei, keine Beteiligung an Militärbündnissen. Damit fällt also eine allfällige NATO-Mitgliedschaft flach. Macht aber nichts. Und auch Klarstellung, alles, was hier angedacht, gemacht, vereinbart, mit anderen konstruiert wird, ist der Verteidigungsfall und nichts anderes. Und die Neutralität nach Schweizer Muster, die 1955 in Moskau debattiert und letztendlich die Realität in Österreich umgesetzt wurde, hieß ja nicht nur neutral nach Schweizer Muster, sondern auch mit allen zu Gebote stehenden Mitteln diese Neutralität zu verteidigen. Also wir haben eine Auflage, eine Verpflichtung dazu. Wenn man das, so meine ich und hoffe ich, dass es plausibel erklärt werden kann, dann kann es auch in politische, konstruktive Bahnen umgeleitet werden. Und wir würden erstens einmal in Europa klar machen, dass wir GASP, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, nicht als Phrase sehen, sondern als etwas, was uns wichtig ist, wofür wir stehen. Und zweitens im Inland auch die Überzeugung schaffen, auch davon wegzukommen, dass immer so auf die Schweiz geschaut wird. Schaut, wie gescheit die waren und die haben das alles so klug gemacht. Und jeder hat einen Sturmgewehr zu Hause im Kleiderschrank und so weiter. Und manche erblassen davor nicht. Gar nicht notwendig. Ja. Selbst ist der Mann, in dem Fall die Republik Österreich. Soll es sein. Zu viele Waffen im Privathaushalten sind wahrscheinlich auch nicht die. Sonst hat uns die Batterie verlassen. Eins haben wir noch. Wir sind ja zum Glück im Finale angekommen. Wir haben schon gut eineinhalb Stunden. Das hat dann einen Timer eingebaut. Ne? Ja. Wir haben jede Menge Fragen aus dem Publikum auch bekommen, schon vorab. Und wir haben hier auch ein Publikum, das real zu uns gekommen ist. Und ich möchte diese letzte Frage mit den Zukunftsperspektiven breiter Ihnen noch einmal vorlegen, weil eine dieser vielen Fragen hier lautet, fehlt auch der Sozialdemokratie in Österreich die große Erzählung oder die Zukunftsgeschichte für das Land und Europa? Da ist natürlich jetzt alles von Ihnen sagbar, was Ihnen noch politisch am Herzen liegt, aber Sie müssen nicht die gesamte Themenpalette abgrasen, denn dann, glaube ich, sitzt man Mitternacht noch da und das tun wir unser Publikum nicht an und uns selber auch nicht. Wenn man als besonders vorausschauend gelten will, sagt man, soll man nicht Erzählung sagen. Narrativ ist viel begriffiger. Also ich meine, die österreichische Sozialdemokratie ist einmal grundsätzlich ja nicht so schlecht aufgestellt, dass man an ihr verzweifeln muss. Erster Punkt. Und das ist nicht nur eine
wie einer meiner mein Vorvorgänger gesagt hätte, façon de parler, sondern das ist ein Bekenntnis. Ich möchte es als solches für mich verstehen und vielleicht kann ich andere Menschen dazu gewinnen, es auch so zu verstehen. Dazu bedarf es einer Reihe von Einstellungen, ich will jetzt gar nicht sagen Maßnahmen, Einstellungen. Eine Einstellung ist grundsätzlich, wir müssen uns wirklich zu Wortführern des Bildungsgedankens machen. Wir haben eine Bildungsorganisation in der Partei, die sehr gut ist, sehr gut aufgestellt, aber sie darf nicht nur nach innen wirken, sondern wir müssen viel mehr Menschen dazu gewinnen, diesen Bildungsgedanken nach außen zu tragen und von einer reinen Parteiinstitution in eine republikanische Grundeinstellung und Grundeinrichtung führen, sodass der Bildungsgedanke ein national anerkannter und angenommener Gedanke ist. Beeile mich hinzuzufügen, Bildung heißt nicht nur akademische Bildung. Bildung ist ein ganz breit aufgestellter Begriff, der, und das sollte niemand sich scheuen dazu, davor, das Handwerk, das Gewerbe, die Digitalisierung eröffnet hier große Möglichkeiten. Den IT-Fachmann und all das, ich hoffe, ich werde verstanden, was ich hier meine. Also ich habe selber ein Doktorat, aber ich würde es nicht über mich bringen, es irgendjemand aufzwingen zu wollen, auch ein Doktorat zu machen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, warum soll es Sozialdemokratie überhaupt geben? Und da ist eine Grundaufgabe, die uns schon spätestens beim Heinfelder Einigungsparteitag in die Wiege gelegt wurde, nämlich den sozialen Ausgleich an die Spitze unserer Politik zu stellen, ist gleich die immer wieder wie die Köpfe der Hydra nachwachsenden Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen begütet und weniger begütet, zwischen privilegiert, unterprivilegiert und so weiter zuzulassen. Sondern es ist unsere permanente Aufgabe, diese Unterschiede, diese Scheren, die sich immer wieder aufmachen, immer wieder zu schließen, auszugleichen. Gerechtigkeit nicht nur zu sagen, sondern Gerechtigkeit in den materiellen und sozialen Lebensumständen der Menschen sichtbar und spürbar herzustellen. Das sagt sich leichter, als es getan ist, aber das, was die derzeitige Regierung vorträgt diesbezüglich, ist nicht einmal nichts. Denn hier werden Steuermodelle vorgestellt, wo etwa bei der Abschaffung der kalten Progression gesagt wird, jeder profitiert, ist einmal falsch, weil nur der selber Steuer zahlt, profitiert. Wir haben aber 1,2 Millionen Einwohner, die gar keine Steuer zahlen. Also kommt es auf den Boden. Also Sozialdemokratie heißt soziale Ausgleichsdemokratie. Ich sage nicht Gleichstellung, das kann man nicht erreichen, das ist auch unrealistisch. Die dritte Säule, die ich meine, ist einmal Bildung, sozialer Ausgleich, ist natürlich die intensive Beschäftigung mit dem Klimawandel. So ist es, der ist da, den kann man nicht wegdiskutieren, den kann man nicht durch irgendwelche Preismanipulationen oder sonst irgendwas, der ist da. Und der muss man auf den Grund gehen. Es wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt in die Treibstoff- oder in die Heizkostenproblematik hineingehe. Das muss halt angegangen werden. Ein vierter ganz wichtiger Punkt ist die überzeugte Einstellung zu dem europäischen Einigungswerk. Die Menschen, die eine andere Sprache sprechen in Europa, die eine andere Kultur, eine andere Geschichte haben, sind auch Europäer. Und ich möchte nicht auch Europäer, sind Europäer, so wie wir. Und ich möchte nicht erleben oder nicht
nicht wissen wollen, dass ein Franzose, ein Belgier, ein Portugiese sagt, mit diesen Österreichern möchte eigentlich nichts zu tun haben, die haben eine andere Sprache, eine andere Kultur. Also ja, stimmt. Wir haben keinen Kolumbus gehabt, der Amerika entdeckt hat. Und wir haben auch, was weiß ich, keine Schwedenvorfahren, die als Wikinger verkleidet da irgendwo im Nordmeer herumgefahren. Haben wir nicht. Aber die haben wieder dafür keine Kultur- und Kunstgrößen, die wir etwa haben. Und so ist es eben. Das ist der vernünftige Ausgleich, wo die einen von den anderen ja profitieren können und auch profitieren. In der Tat, ich habe heute früh mit dem Kollegen Meilert Bogorni gesprochen und der hat mir erzählt, wie viele hundert Studenten er an der Wiener Universität für Musik hat und welche verschiedenen Nationalitäten. Das ist ein fantastisches Beispiel, so nicht einmal in der Nutshell, das ist schon eine schöne Kokosnuss. Also all das. Und mein letzter Punkt ist, könnte mich noch mehr im Detail verlieren, als ich ohnehin schon hatte. Ich träume von einer Sozialdemokratie, die mich immer geleitet hat, im Amt, aber auch schon vorher und nachher, nämlich die offene und tolerante Grundeinstellung für all diese Dinge, für all diese Aufgaben. Und bei Toleranz, und meine allerletzte Bemerkung, möchte ich Goethe zitieren, und bemühen, den armen Kerl. Er hat gesagt oder geschrieben, Toleranz ist nicht alles. Toleranz heißt dulden. Und jemanden oder jemandes Anliegen zu dulden, ist zu wenig. Wir müssen von der Toleranz zur Akzeptanz führen. Und das macht aus Individuen Menschen. Und die wollen wir sein, sozialdemokratische Menschen. Ich kann im Grunde da nichts hinzufügen. Das sind die Punkte, die das sozialdemokratische Narrative ausmachen, mit Sicherheit. Das Einzige, was ich vielleicht doch sagen möchte, ist, für alle, die die Sozialdemokratie führen wollen, als Gruppe oder Einzelpersonen, wichtig, glaube ich, erscheint mir, um dieses Narrativ zum Blühen zu bringen, dass das nicht passiert in, wie soll ich sagen, in Stehsätzen, in herausgeziselierten Meinungskaskaden, die dann irgendwie um das Volk gebracht werden sollen, auch mit massivem Einsatz von sehr viel Geld über Inserate. Da muss ich schon sagen, war ein gewisser Werner Faymann, wenn ich das ganz offen sagen darf, durchaus an vorderster Front, damit mit so etwas zu beginnen. Und was das für mich dann auslöst, ist, und ich möchte das gerne wieder spüren können. Ich möchte den oder die, der da oben steht, spüren können. Das bedeutet, wenn man sich dieses Narrativ in einer Führungsgruppe oder als einzelner Parteiführer oder Parteiführerin zu eigen machen möchte, um Menschen dafür zu begeistern, dann kann das meines Erachtens nur über den Weg gehen, sich das wirklich selber zu internalisieren und mit ein bisschen ohne Rücksicht auf Verluste, im wahrsten Sinn des Wortes, ohne Rücksicht auf Verluste, vielleicht sogar die eine oder andere Wählerstimme, aber da wird man vielleicht andere dafür in großem Maße gewinnen. Wenn man es hinbekommt, diese Erzählung so nach außen zu tragen, dass sie erspürt werden kann von den Menschen da draußen, nichts anderes wünschen die sich. Da bin ich hunderttausendfach davon überzeugt. So wie das mit Verlaub Bruno Kreisky konnte, so wie das auch der Dr. Franitzky im Amt konnte, so wie das auch andere Parteiführer konnten, die nicht jetzt nur Sozialdemokraten waren, die auch Menschen begeistert haben. Aber das ist ein Um und Auf. In diese Humanität mehr oder minder, und das alles ist eine tiefe Aufzählung von humanen Dingen, in sich aufzusaugen und sie dann in den eigenen Worten so auszudrücken, dass die Menschen sagen, das, was da gesagt wird, interessiert mich, weil ich es spüren kann.
Ich sage ganz herzlich Danke im Namen des BSA. Ich füge als Historiker noch eine kleine persönliche Bemerkung an. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Wranitzky, von Herzen für etwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, nämlich unter den von Ihnen geführten Regierungen ist etwas ganz Wesentliches passiert, die Angleichung der Archivzeiten an internationale Standards. Wir hatten sehr lange Archivsperren, was für Zeithistoriker mit sich gebracht hat, dass wir über die alliierten Archive unsere Geschichte rekonstruieren mussten, nicht über die österreichischen Archive. Und das ist Ihr ganz großer Verdienst, unter anderem. Und das ist etwas, was das erst ermöglicht, nämlich, dass wir nicht zu ahistorischen Menschen werden, dass wir uns der Geschichte erinnern. Das ist immer eine Aufgabe, die uns ständig begleiten wird und wo ich mich freue, dass Sie da auch so eine wichtige Rolle inzwischen einnehmen dafür, weil das braucht Persönlichkeiten, die auch mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht dafür stehen. Und ich hoffe, Sie machen das noch sehr lange, auch unter den geänderten Rahmenbedingungen der Medienpolitik. Aber wir sind ja doch einigermaßen optimistisch, dass wir auch wieder einmal erfreulichere Regierungskonstellationen haben und damit andere Rahmenbedingungen dafür, dass etwas weitergeht. Und wenn die Menschen nicht ahistorisch sind, dann können sie auch vergleichen, wie es ihnen unter den einzelnen Regierungen ergangen ist, beziehungsweise wie es den eigenen Eltern, den eigenen Großeltern ergangen ist. Das ist nicht ganz unwesentlich als ein Argument, dass man sagt, wir bleiben bei unseren Zielen, weil diese Ziele im Sinne von Dr. Wranitzky jetzt gesprochen, die haben sich ja im Zentrum nicht wirklich geändert. Es kommen neue Formulierungen hinzu, aber es geht um die gleichen Grundprinzipien. Ich danke Ihnen, dass Sie uns so lange geduldig zugehört haben und dass Sie mir erlauben, dass ich jetzt nicht mehr eine Frage ins Publikum gebe, aber es ist hier ja in diesem Rahmen immer eine Möglichkeit noch auf uns auch zuzugehen. Ich werde ein bisschen noch da bleiben. Ich glaube, Sie haben einen Termin um 19 Uhr und Sie sind, glaube ich, auch vergeben. 18.30 Uhr. Das heißt, wir werden jetzt die Zeit zurückdrehen. Umso herzlicher danke. Ich weiß das zu schätzen. Danke.